Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Dies ist der Wochenspruch für die neue Woche, ein Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 24. Zugleich ist der Vers auch ein Teil des Predigtextes. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Andacht, die wir immer noch als reine Online-Andacht feiern. Wir hoffen sehr, dass wir in den nächsten Wochen auch wieder parallel kleine Gottesdienste in unseren Kirchen halten können, je nachdem, wie sich das Infektionsgeschehen nun weiterentwickelt. Ich freue mich aber, dass wir diese Möglichkeiten der Technik haben und danke wieder einmal allen, die an verschiedenen Stellen daran beteiligt sind. Amen.
ist ein Abschnitt aus dem Johannesevangelium, der Abschnitt, aus dem ich vorhin schon den Wochenspruch zitiert habe. Ich lese jetzt den ganzen Text, Johannes 12, die Verse 20 bis 26. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, dem wird mein Vater ehren. Es geschah in Jerusalem kurz vor Ostern. Jesus und seine Jünger waren dort. Auch viele andere Menschen hielten sich in der Stadt auf, zum Beispiel einige Griechen. Diese haben nun irgendwie von Jesus gehört und wollen ihn näher kennenlernen. Sie sprechen einen der Jünger an, Philippus, der sie dann zusammen mit seinem Kollegen Andreas zu Jesus bringt. Dieser hält ihnen eine kurze Rede. Eine Rede, mit der er sich den Griechen vorstellt, in der er etwas sehr Wichtiges über sich sagt. Er sagt, ich wiederhole noch einmal den ersten Teil seiner Worte: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Mit diesen Worten spricht Jesus das an, was ihm in den nächsten Tagen bevorsteht. Er spricht über seinen Tod und über das, was dann daraus folgt. Das Wesentliche, das ihr über mich wissen müsst, sagt er, ist es, dass ich sterbe und dadurch dann mein Ziel erreiche, indem ich Frucht bringe, so wie ein Weizenkorn Frucht bringt, wenn es stirbt. Das Sterben Jesu führt ihn selber zurück ins ewige Leben bei Gott und es hilft den Menschen, die zu ihm gehören, ebenfalls zu Gott zu finden. Nur wenn ich sterbe, sagt Jesus, nur wenn ich bereit bin zu sterben, kann ich dieses Ziel erreichen, dann kann ich diese Frucht bringen. Jesus, der ja viel in Bildern redet, benutzt hier das Bild vom Weizenkorn. Auch das Weizenkorn kann nur dann Frucht bringen, wenn es stirbt, wenn es bereit ist, sich selbst aufzugeben. Ich stelle mir hier zur Untermalung zwei verschiedene Getreidekörner vor. Das eine wird von seinem Besitzer gehegt und gepflegt. Er findet es so wunderschön, dass er es auf keinen Fall verlieren will. Er bettet es auf Samt und Seide und legt es in eine Glasvitrine. Diese stellt er dann auf ein Regal oder eine Kommode in seinem Wohnzimmer. Ein anderes Korn dagegen, das wird in die Erde gelegt. Dort verändert es sich. Ja, es löst sich gewissermaßen auf. Es stirbt. Doch so entsteht aus ihm neues Leben, neues Getreide. Und zwar viel mehr, als es dieses eine Korn ursprünglich einmal gewesen ist. Das eine Korn kann über Jahre hinweg eine ganz gewaltige Frucht bringen. Ich habe das neulich durch eine Geschichte illustriert bekommen, durch eine Geschichte, die ich schon von früher kannte und die ich nun mal wieder gelesen habe. Es ist eine Geschichte von Jules Verne. Und zwar die geheimnisvolle Insel. Fünf Männer stranden hier auf einer unbekannten Insel mitten im Ozean. Dort sind sie erst einmal völlig auf sich allein gestellt. Sie müssen irgendwie ihr Leben auf dieser Insel organisieren. Die erste Nahrung finden sie in Muscheln aus dem Meer. Eines Tages
entdeckt einer von ihnen ein einsames Getreidekorn irgendwo im Futter seiner Jacke. Sie legen das Korn behutsam in die Erde. Als dann nach langer Zeit der Halm gewachsen ist, machen sie weiter. Sie säen nun mehrere Getreidekörner aus und bekommen so eine größere Ernte. Nach einigen Jahren haben sie ein ganzes Feld, von dem sie ernten können. Dann backen sie die ersten Brote. Ein Korn, ein einziges Korn, es kann über Jahre hinweg eine riesige Ernte bringen. Wenn es in die Erde gegeben wird, wenn es stirbt, wenn es sich auflöst, wenn es bereit ist, sich ganz der Sache hinzugeben, für die es bestimmt ist. So ein Korn ist Jesus. Er ist bereit gewesen, sich selber aufzugeben, zu sterben, um dann reiche Frucht zu bringen, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen, um mit uns zusammen auch ewig bei Gott zu sein. Jesus ist wie ein Weizenkorn. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht, sagt Jesus über sich selbst. Danach sagt er noch etwas. Er sagt noch etwas über uns, seine Jüngerinnen und Jünger. Er sagt, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren, und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Als Christen sind wir Nachfolger Jesu, und als solche sollen auch wir wie Weizenkörner sein. Weizenkörner, die sich nicht in die Vitrine legen, sondern die bereit sind, sich einzubringen. Die sich von Jesus einsetzen lassen, auch dann, wenn es vielleicht erst einmal Nachteile bringt. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben, sagt Jesus. Wir stolpern hier möglicherweise über das Wort hassen. Damit ist jedoch in der ursprünglichen Sprache der Bibel kein aktives, echtes Hassen gemeint, sondern das, was ich eben auch schon beschrieben habe, dass wir uns nicht selbst an die erste Stelle setzen, sondern bereit sind, uns zurückzunehmen, dass wir nicht zuerst an unser eigenes Wohlergehen denken, sondern an das, was Jesus von uns will. Ein prominentes Beispiel ist für mich hier Albert Schweitzer. Er war ein begnadetes Genie, als Musiker, als Theologe, als Mediziner, ja, er war genial für drei. Doch er hat sich dazu entschieden, nicht den eigenen Ruhm zu suchen, sondern das zu tun, was Gott von ihm wollte. Und so ging er den harten Weg des Urwalddoktors in Gabun in Afrika, wo Gott ihn zum Wohle vieler eingesetzt hat. Auch uns will Gott als Nachfolger Jesu einsetzen. Manchmal ist es dazu wichtig, dass wir bereit sind, eigene Wünsche hinten anzustellen, um das zu tun, was er von uns will. Er lässt uns damit nicht allein. Er ist bei uns und wird uns alles das geben, was wir wirklich brauchen. Davon spricht das Lied, das wir gleich hören. Ein Lied, das einer geschrieben hat, Dietrich Bonhoeffer, der ebenfalls bereit war, sich selbst loszulassen, um dann Frucht bringen zu können für Gott und für andere Menschen. Er hat sich selbst losgelassen und trotzdem, oder vielleicht gerade darin, eine tiefe Geborgenheit in Gott erfahren. Eine Geborgenheit, die Jesus auch uns geben wird, wenn wir ihm nachfolgen. Amen.
dich selbst losgelassen, um uns die Versöhnung mit Gott und das ewige Leben zu geben. Du warst wie ein Weizenkorn, das gestorben ist, um dann große Frucht zu bringen. Wir danken dir dafür. Auch wir sollen als deine Nachfolgerinnen und Nachfolger bereit sein, uns einsetzen zu lassen für dich und für dein Ziel mit uns. Wir bitten dich, hilf uns, mach uns bereit, für dich da zu sein und für andere Menschen. Gib uns die Kraft, eigene Wünsche zurückzustellen und nach dem zu fragen, was du von uns willst. Wir danken dir, dass du bei uns bist und uns in allem das gibst, was wir brauchen. Stärke bitte immer wieder unser Vertrauen auf dich. Amen. Der Herr, unser Gott, er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir seinen Frieden. Amen.